Für den SK Artnet ist die erste Saison in der Salzburger Liga ein Auf und Ab. Dass es nicht leicht werden wird, wusste man. Kann man mit Rang 11 durchaus zufrieden sein. Ähnliches gilt auch für den Aufsteiger aus Puch, der nur 2 Punkte weniger am Konto hat. Artnet spielt in Grün, Puch tritt in Schwarz-Weiß auf. Zum Beginn in Hälfte 1 hat das Heimteam das Spiel im Griff und hat die Kontrolle in der Offensive. Vom Puch kommt in der Hälfte von Artnet zu wenig Produktives, liegt der Fokus mehr auf die Defensive. Doch auch die Abschlüsse von Artnet sind zu ungenau oder Puchs Torhüter Kandemir ist zur Stelle. Nach 32 Minuten darf Artnet dann jedoch verdient jubeln. Oberauer setzt Ebner in Szene, der nur noch einschieben muss. Vor der Halbzeitpause hat das Team dann noch 2 weitere große Chancen, die Führung auszubauen. Dazu kommt es jedoch nicht und Artnet führt nach 45 Minuten hochverdient mit 1:0. Unsere Natur war für mich immer schon wichtig. Darum stehen wir bei Claro Geschirrspült ab her, ohne die Umwelt zu belasten. Claro, grün, aber gründlich. Und auch in Halbzeit 2 hat man den besseren Start. Jedoch nur den Start, denn ab dann nimmt Puch das Heft in die Hand. Die Schwarz-Weißen drängen jetzt auf den Ausgleich, werden hier jedoch vom Abseits gestoppt und können froh sein, dass Christian Heipel hier nicht abschließt und Kapitän Wiedl den völlig zu rechten Elfmeter vergibt. Denn das zahlt sich aus. Nur wenige Sekunden später erzielt Puch den Ausgleich durch Tobias Suppig. 1:1 nach 75 Minuten. Puch dann noch mit 2 weiteren absoluten Top-Chancen. Doch wer seine Tore nicht macht, bekommt sie hinten. Und so kann Artnet in der Nachspielzeit den Lucky Punch setzen. Johannes Höllbacher trifft die Minute 94 per Kopf. Das war's dann mit dem sehr spannenden Spiel und einem etwas glücklichen, aber verdienten Sieger. Ja, bitter, enttäuscht und traurig, denn meine Mannschaft hat sich verdient, den Punkt mitzunehmen. Ja. Sie haben in der zweiten Halbzeit wirklich gekämpft, haben alles gegeben und ich denke, unentschieden wäre gerecht. Eigentlich zufrieden bin ich, sehr zufrieden war ich mit der ersten Halbzeit. Und halt dann mit der Nachspielzeit. Die zweite Halbzeit war leider, wir haben einfach die Spieler verschlafen. Wir haben nicht mehr gemeinsam attackiert, es war alles nur mehr Einzelaktionen. Und dadurch ist Buch immer stärker geworden. Und dann zweite Halbzeit haben wir halt ein bisschen geschwommen.